Hallo! Und herzlich willkommen bei The Witness. So. Bodenplattenrätsel Nummer Uno. Ventilator. Der Ventilator. Was macht das nochmal? Negieren. Ja, okay. Er negiert. Onigiri ist das. Würdelütüt. Was? Wie? Was? Achso. Das ist, falsch rum. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Lütüt. Ah ne, jetzt habe ich ihn nicht mehr drin. Wie muss das? Ja, ich hab's. Echt? Oder? Nein, oder. Nee, ist auch falsch rum. Verdammt. Achso. Ah. Oh. 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 Leuchtesteine. It glows. Oh. Hm. Das war ja einfach. Also ich bin mal gespannt. Das kann doch nicht so bleiben, oder? Ah, nee. Den darf man nicht drehen. Dann nehmen wir den hier. Nee, geht auch nicht. Warte mal. Wie muss der? So muss der abgetrennt werden. Ja, geht aber nicht. Nee. Der andere müsste... Vielleicht packen wir die zusammen. Meinst du? Ah, der negiert ja. Ach so. Ach, stimmt, die kann man ja einfach so nehmen. Gar nicht gesehen gerade. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ey. Ja, das ist ja. Trampel. Ach so. Eins zu viel. Ja. Ja. Oh, was? Oh, okay. Wieso auch nicht? Hm? Alter! Was? Krass. Und was müssen wir machen? Fahr mal geradeaus einfach durch. Hä? Ach, diese Form hier. Die Gesamtform. Muss. Was? Wie bitte? Müssen wir... Gilt das Ding jetzt als Dreier? Das Ding als... Als den hier? Was? Was? Kann ich mal was ausprobieren? Ja. Ich verstehe es nämlich gerade nicht. Nee, warte. Wie komme ich denn da lang? Oh, mach das nochmal eben. Ah, dann komme ich nicht raus. Nee, das geht immer noch nicht. Hä? Wäre ja auf der anderen Seite sonst. Warte mal, der Dreier, der muss doch auch machbar sein. Da. Beweg dich mal. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Wir haben jetzt ja da einfach sozusagen die erstbesten Dinge einfach genommen, die uns eingefallen sind. Meinst du, wir müssen das noch umändern? Vielleicht müssen wir da noch irgendwas drehen. Ja, okay, geh mal zu dem dahin, weil ich glaube nicht, dass wir diesen Dreier normal hinkriegen, denn der wäre realistischer hier. Ja. Das heißt, über den Vierer kann man nicht rein. Den können wir gar nicht machen. Nee. Wir können ja nur den Dreier eigentlich. Ah. Ach, warte mal. Darf ich mal irgendwas gucken? Nee. Ist dieselbe Feldbreite? Ja. 4. Nee, 5. Oh, aber guck mal. Wir haben den einen jetzt ausgemacht. Und der ist jetzt gar nicht mehr aktiv. Oh, was? Okay. What? Also es hat auf jeden Fall wirklich damit was zu tun, was man da wählt. Ah, das ist doch scheiße. Den anderen kriegst du aber nicht. Nee. Gar keinen Fall.
Hier den eigentlich auch nicht. Den hier? Nee. Also ich fand deinen Ansatz, den du da vorne hattest, gar nicht so schlecht. Ja, aber es hat nichts gebracht. Echt nicht? Also den hier fand ich eigentlich ziemlich gut. Oder wie bist du gefahren? Irgendwie so? Nee, ich bin andersrum gefahren, glaube ich. Also, dass der noch drin ist. In dem Teil. Ah, stimmt, wir müssen alle Formen in einem Verein. Ich glaube, so können wir das machen. 1, 2, 3, 4. Also hier hätte man sonst das L. Kann man das mit dem L machen? Was mit dem L müsste ja wahrscheinlich eher so sein. Oder muss man die dann auch mit reinpacken? Ist auch die Frage, braucht man die dann auch drinnen? Ja. Weil ansonsten, das Ding könntest du einfach drehen. Ja. Was haben wir da hinten? Da haben wir drei. Genau. Ah, okay. Oder so einen. Aber der ist ja auch Schwachsinn eigentlich. Den könnte man vielleicht noch hinkriegen, indem man hier irgendwie so durchfährt. Ja, genau. Das wäre möglich. Warte. Ja. Ich will es mal ausprobieren. Die könnte man vielleicht noch drehen. Die könnte. Ich will einfach mal schauen. Genau, jetzt runter, genau. Zack, zack. Und den nimmst du einfach so mit raus. Ah, okay. Boah. Das Ding ist ja, die laufen ja parallel auch, zueinander. Ja. Das ist das Blöde. Das heißt, irgendwo müssen die dieselben Wege abfahren. Das ist doch total wichtig. Warte mal, muss man den hier unten vielleicht irgendwie doch noch drehen? Wenn man da anders rausgeht. Könnte sein, ne? Dann lass uns mal den anderen negieren. Aber wie? Wir müssen den rechten als Form bilden. Ah, ich weiß. Ah, okay. Ja. So. Gut. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4. Ja. Also im Prinzip fahren wir hier fast. Opa. So. Nur andersrum. Ja. Nee, geht ja gar nicht. Ja. Wie könnte man den denn jetzt rauskriegen? Oder muss es doch eine andere Form sein? Muss es doch irgendwie eher in so eine Richtung gehen? Das heißt, dass wir die L-Form so haben und den anderen einfach draufsetzen. Ja. Kriegen wir die L-Form in die Richtung? Dass man den nochmal um einen drehen würde? Das ist ja jetzt schon so. Nee. Doch. Die L-Form ist doch... Die ist doch jetzt so. Ich will die so. Ja, die ist doch so. Herr, dreh den doch mal um ein paar Grad einfach. Siehst du? Die ist gerade. Okay, nee, ich hab gerade... Ach so. Was? Nee, ich hab mir gerade nur die gelben angeguckt. Ja, die gelben, ja, die kannst du... Ja, ja, die Form ist richtig. Wir brauchen den hier im Prinzip. Mensch. Aber der wird ja nicht funktionieren. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Ja, so, aber dann ist er auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen sowieso anders denken. Dann gibt es den nochmal in dieser Version. Das geht auch nicht. Wir müssen alles zusammen vereinen. Das ist das Beschissene. Aber ich will mir mal die beiden hier oben angucken. Ja, lass uns erstmal schauen, ob wir noch an andere Möglichkeiten überhaupt haben. Die Möglichkeit ist eigentlich die einzige, die wir haben. Wir könnten... Muss auch noch sagen, man nimmt sowas. Eine andere Möglichkeit hätte man nicht als den hier sonst. Den gibt's ja auch noch. Das wäre ja der da unter ist. Der hier. Ja. Wer der Sinnige, ist die Frage.
Nee, kann man den überhaupt rausnehmen? Nee, der kann eh nicht funktionieren. Bei den könnte man nur so abfahren, oder? Ja, das wäre die einzige Möglichkeit und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das heißt, wir bleiben bei dem hier. Des, des und des. Ja. So. Und hier ist es des, des und des. Können wir da den anderen nehmen? Nö. Oder? Den anderen wird... Ich wüsste nicht, wie ich den kriege. Das andere geht nicht. Nee. Das ist auch eigentlich richtig. Also das geht nicht anders, das geht nicht anders. Das andere unten geht auch nicht anders. Das Einzige, was wir variieren können, ist der. Das heißt, hier haben wir einen Dreier, der liegt. Ja. Irgendwo hier muss also ein Dreier versteckt werden, der liegt. Vielleicht in der Ebene. Ja, könnten die drei sein, zum Beispiel. Das heißt, man könnte ungefähr diese hier haben, ne? Würde also... Nee, hä? Wir müssen erstmal den wieder vollständig machen. Den rechten. Vorne. Ich will nur gerade mal auf der anderen Seite gucken. Wie kriegt man denn den Dreier überhaupt? Ja, kombinieren. So, wir haben hier... Ja, ich kann eben einfach hier die Form so abfahren. Ja. Alles falsch. Wie machen wir das denn eigentlich, dass wir den dann auch wieder hier trennen können? Stimmt. Der muss ja auch erstmal wieder abgetrennt werden. Ernsthaft? Also wir müssen da vorne das L sozusagen aufstellen. Dass drei nach hinten gehen und zwei in die Breite. Dann haben wir nämlich fünf. Meinst du, oder was? Die da in die Breite gehen. Achso, du meinst im Prinzip den hier. Oder welchen meinst du? Nee, warte mal. Gehen wir da hin. Ja. Hier müssen wir das L... Egal, wir nehmen einfach mal irgendein L. Nee, wir können ja eigentlich nur das eine nehmen. Wir können ja nur das linke nehmen. Ja, können wir. Ja, wie willst du das andere? Haben wir doch eben ausprobiert. Da können wir doch nicht raus. Ja, doch. Wir hatten doch beide schon. Egal, ich nehme einfach irgendeins. Ach nee, das war ja so. Ich wollte gerade sagen. Genau, das war die einzige Möglichkeit, wie wir an das L kommen. Ja. Jetzt ist es aufgestellt. Jetzt das, was ich eben gezeigt habe. Okay, das ist... Das wollen wir nicht eigentlich. Ach so, ja gut. Ja. Welches... Warte mal, geh nochmal zurück. Nee. Ja gut, dann zeig mir mal einfach, welches du haben willst. Eigentlich soll das ja... Das wäre gut. Jetzt haben wir nämlich unten... Alles frei. Fünf in der Breite. Genau, jetzt können wir das damit reinstellen. Oben in die Lücke. Genau, fahr einfach mal hier ab. Oh, das ist so blöd. Wieso kommt er einem da entgegen, ey? Daran habe ich nicht mehr gedacht. Wie will man denn dann drei in der Breite schaffen? Das ist die Frage. Warte, können wir nicht... Oder kommt man doch irgendwie auch an den Vierer ran? Nee. Vierer kommt man ja nicht ran. Warte mal, darf ich nochmal gucken? Das macht gerade gar keinen Sinn. Wir haben jetzt ja eigentlich die Möglichkeit, das ist ja perfekt, dass wir sagen... Wir müssten eigentlich nur den rausnehmen und dann haben wir die Form auf jeden Fall von den beiden komplett. Ja. Aber links bringt uns das gar nichts. Aber links bringt einem das echt gar nichts, gar nichts. Ich wollte gerade sagen, was sagt Lavoce? Ey, viel zu lange wieder rumdümpeln hier. Ja, aber das ist halt Witness. Den Negierer weghauen, das bringt ja auch nichts. Geht nicht, der muss irgendwas negieren. Der muss irgendwas negieren. Und er kann eigentlich nur den Vierer negieren. Den Dreier, das... Ja.
Weil wenn du den Vierer bauen willst, dann ist der automatisch entweder mit drin. Entweder da, ja. Oder hier. Ja. Eine Möglichkeit. Der ist automatisch mit drin. Das, oh. Was denn? Warte mal. Man könnte es doch so machen, oder? Weil dann negiert er den. Ach so. Ah, ja. Alles klar. Warte mal. Würde es denn was bringen? Weil wir haben jetzt den Vierer. Okay, warte mal. Ich will mal die Form nochmal bilden, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt, oh Gott. Diddle dit. Oben den Vierer. Und hier brauchen wir ein Was? L. Ja, weil guck mal, das passt doch. Wir haben Ach so, jetzt, stimmt. Die haben nur die Seiten getauscht. Stimmt. Oh. Boah. Alter, saugut. Boah, ey. Oh, saugeil. Krass. Okay, jetzt geht's noch tiefer in den Berg. Alter. Boah, was ist hier denn los? Okay. Der hat ein Zeichentablet. Oh, okay. Die ganzen Rätselblöcke. Ja. Ist das der Ersteller? Kann man nichts machen? Der Rätselmeister. Wow, ich habe mich irgendwie erschrocken. Das habe ich gemerkt. Habe ich nicht mit gerechnet. Okay. Herzlich willkommen in der Hölle. Wollen wir erstmal die andere Seite? Die sieht einfacher aus. Was? Ach so, zeitlich auch noch. Schön. Okay. Zack. Oh, The Witness of Zeit, das ist wirklich die Hölle. Was? Und jetzt sind Punkte dazu gekommen? Das Rätsel hat sich komplett verändert. Ach du Scheiße, das heißt, wir müssen einfach ganz schnell ein Rätsel lösen. Das ist ja voll... Nein, das können wir nicht. Oh Gott. Oh Gott. Die müssen zusammen gehen. Wieder. Nein. Oh, was? Aber warte, ich glaube, das Rechte bleibt. Aktiv? Ich glaub... Oder wird er jetzt wieder gelöscht? Ich hoffe es nicht. Okay. Gott sei Dank. Oh, ich dachte gerade. Also die Sterne müssen zusammenbleiben. Oh Gott, das geht doch nicht. Was? 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 Ich überlasse dir mal die Maus. Ja. Das Mäuschen. La Mäuschen. Oh la la. Hallo Mäuschen. Hä? Boah. Alter. Boah, was ist das denn? Da. Oh, das. 1, 2, 3, 1, 2. Ne, nimm den ersten mal weg. Nein, den untersten. Ne, der muss weg. Und dann. Nein! Der war gar nicht schwer. Ja, eigentlich nicht. Gib mir wieder die Maus weg da. Ach komm. So, den mache ich jetzt mit links. Eigentlich mit rechts, aber egal. Scheiße. Ich sehe die Formen und sie ergeben keinen Sinn. Überhaupt nicht. Wie soll das denn gehen? Doch. Oh. Was? Hä? Geht das überhaupt? Naja, es geht wahrscheinlich alles. Hier ja nicht. Die gehen wahrscheinlich alle. Wenn alle gehen, ihr löst uns die alle. Oh. Nein! Nein! Was? Nein! Was? Was? Hä? Das geht nicht! Nein! Das geht nicht! Doch, nein! Nein! Doch, nein! Schnell, Marco! Drei! Oh mein Gott! Faust drauf! Kommen wir jetzt daraus, wo ich denke, dass wir da rauskommen? Na, oh ja, das ist aus der Nase. Ja. Oh, ich dachte jetzt geht die Tür wieder zu. Boah. Was? Alter. Boah. Was war das? Weiß ich nicht. Okay. Cool, einmal drumherum. Curved Monitor. Oh Gott. Denn? Hans Zimmer ist auf seinem Klavier eingeschlafen.
Da kommt Papa mit seinem Schiff. Was ist das? Das ist der Schnorchel von Papa. Das Schiff ist abgesoffen. Oh, Papa schwimmt mutig weiter. Okay. Ja, machen wir mal das erste hier. Ja. Oh, was? Okay. Hä? Interessant. Auf einmal bewegen wir uns blitzschnell. Ganz da unten durch. Oder auch nicht. Ganz da unten? Ja, würde ich sagen, damit die abgetrennt sind. Ganz da oben durch. Und ja. Was? Ganz da unten durch, hat er gesagt. Hä? Auch was verbunden? Was? Hm? Ich steig da nicht was durch. Was ist denn da noch verbunden? Ach so! Oh Gott. Oh, es ist mies. Dann sind die trotzdem noch auf der anderen Seite. Warte. Lass mich mal. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Huch. Nein, immer noch nicht. Was? Was ist denn jetzt noch? Hä? Ist ja immer wieder alles verbunden. Alter, Hans, geh von deinem Klavier. Die sind auf jeden Fall raus. Es ist alles magisch hier. Ach, also, warte mal. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen zickzackmäßig fahren. Ah, das kann sein. So Treppen. Ja, die sind raus. Uiuiuiui. Ah, guck mal. Ja, da ein bisschen. Fast. Warte mal. Oh, Manu. Ey, wir fahren gar nicht mal so schlecht. Oh Gott. Ah, oben müssen wir zum Schluss rum. Mate. Gib mal her. Gib mir die Kontrolle. Wo ist der Anfang? Drück einfach rein. Ach so. Nee, schade. Okay. Nee, drück. Gehen wir zum Anfang. Wo ist jetzt das? Da ist das. Nein. Du musst also den ersten musst später mit dieser Aktion anfangen, oder? Eine Reihe später, dann wird es eigentlich klappen. Wo habe ich eben angefangen? Wo bin ich lang gegangen? Weiß ich nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, du bist gleich hoch. Ich glaube, das ist der Fehler. Nicht gleich hoch, erst ein nach unten und dann hoch, oder? Das kann sein, ja. Weil dann hast du das mir schon abgedeckt. Ah, genau, so ist es. Genau. Das ist eine kleine Z-Form. Nee. Ja, ich will ja, aber... Nee, Marco, nee. Wieso nicht? Marco, nee. Nee. Nee, Marco. Einfach nee. Nee. Was tust du? Okay, eins, zwei, drei. Drei schwarze? Vier schwarze. Fünf schwarze. Sind okay. In der Mitte auch welche? Oder sind in der Mitte nur weiß? Ich habe den Überblick verloren. Alles falsch. Ich glaube, in der Mitte sind nur weiße, ne? What? Was zum... Warte. Durften auch zu zweit da drin sein, ne? Nein, die müssen getrennt werden. Ja, weiß deswegen, ich doch. Ja, okay. Das ist doch Rassentrennung. Ja. Habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt. Das weiß ich doch, Marco. Ja, natürlich. Tu doch nur so, Mensch. Ich stell mich doch immer nur doof.
Nee. Nee, das ist, glaube ich, alles wurstig. Hallo? Guck an, so wurstig ist das gar nicht. Ich müsste nur noch der da irgendwie rein. Da müsste man wieder rauskommen. Siehst du, nur der ist falsch. Oh Mann. So, mach du. Oh. Leg die Hände zum Himmel. Und lass das Spiel mal machen. So, mach mal schwarz mal hier weg. Was haben wir hier jetzt noch? Au, au, au. Oh, das sah gut aus. Geh nochmal zurück. Ja, nee, warte. Ich guck doch gerade nur. Die beiden müssen eigentlich nur raus, oder? Ja. Eigentlich. Ich muss von der anderen Seite. Glaube ich. Ja, ja. Oh, Marco. Oh, Marco. Ja. Oh, Marco. Oh, Marco. Go, Marco. Okay. Aha. Ah. Und das Spiel beliebt mal wieder ein Arschloch zu sein. Hä? Wie soll man das machen? Warte mal. Wie kommt man denn da raus? Nee. Hä? Ach so, oder? Ja? Ja? Oder? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Nee, warte. Ja, was hatte ich denn eben gedacht? Das weiß ich nicht. Nee, dann können wir gar nicht mehr. Nee, hä? Wir müssen von unten. So. Ah. Okay. Oh. Ja, da sind ja noch einige Säulen vor uns. Dann würde ich sagen, die lösen wir aber in der nächsten Folge. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles Beste.